Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Morning Routine Cardio. Wir wollen uns heute bewegen, unseren Stoffwechsel aktivieren, natürlich auch Fett verbrennen, Energie verbrauchen und viele Schritte machen und die ganzen Gelenke durchbewegen und uns hoffentlich nachher so richtig wohlfühlen. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Jederzeit zwischendurch mal eine Pause einlegen. Vielleicht bleibst du so ein bisschen in Bewegung, dass der Kreislauf in Schwung kommt, und jetzt starten wir ganz langsam mit kleinen Bewegungen und werden dann immer größer. Hüftbreit geöffnete Füße, Knie sind etwas durchlässig, gleich dann Brustbein anheben und deine Schultern entspannt nach hinten kreisen lassen. Einmal rechts, einmal links, also immer im Wechsel. Und wenn es geht nach hinten, dann nach vorne, machen wir im Alltag viele Bewegungen, aber zurück eher selten. Also eher in die Aufrichtung dich bewegen. Und wenn du magst, dann wippe ruhig auch schon mit deinen Knien leicht mit. Achte vielleicht darauf, dass die Knie Richtung Fußspitzen zeigen, wenn du wippst. Genau, ganz locker und entspannt. Sanft den Bauchnabel nach innen ziehen. Mitte aktivieren. Und dann mit den Ellbogen zurück. Etwas größer. Dein Atem fließt, nie die Luft anhalten, immer weiter atmen bei den Bewegungen. Dann werde wieder etwas kleiner, Schultern. Mach weiter, ich drehe mich nur so ein bisschen zur Seite, dann kannst du vielleicht auch noch ein bisschen besser verfolgen, was ich so mache jetzt. Denn jetzt schwingst du die Arme hin und her. Lass die Schultern fallen und beginne auch da wieder mit kleinen Schwüngen in deinem Tempo. Du wirst merken, wenn wir Schwünge machen, dann kommt der Puls auch so ein bisschen höher. Je größer die Schwünge, umso wärmer wird es dir auch. Dreh auch deinen Oberkörper mit, also die Brustwirbelsäule in die Bewegung mitnehmen. Gerne noch ein bisschen größer. Mach weiter, ich komme wieder zu dir. Denn jetzt lässt du die Arme einfach mal nach rechts und links schwingen. Vor deinem Körper hin und her. Vielleicht noch ein bisschen mehr Bewegung. Wenn du möchtest, nimm deine Beine in die Bewegung mit. Wenn die Arme nach rechts gehen, geht dein linkes Bein nach außen und umgekehrt. Hin, her, hin, her. Ganz locker. Wenn es nicht geht, lass die Beine einfach erstmal noch stehen. Wenn es klappt, dann lässt du jetzt deine Beine in der Grätsche stehen und verlagerst nach rechts und links. Und jetzt versuche ruhig auch eine Acht hier hin und her zu schwingen, Hüftgelenke mit mobilisieren und neben deinem Körper eine große Acht liegend natürlich. Auch deine Füße abrollen von der Fußspitze auf die Ferse, etwas mehr in die Bewegung kommen. Sehr gut. Dann wieder hin und her und jetzt verlagere dein Gewicht. Das heißt, du kommst auf deinen linken Fuß, auf deinen rechten und machst so einen richtig großen Armschwung von der einen zur anderen Seite. Lass dich richtig mitziehen.
Mal nur den einen Arm, ganz egal welchen. Den anderen Arm dann hin und her. Und wieder ohne Arme locker lassen, ausschütteln. Rück mal rechts und links, deine Beine so richtig wegschütteln. Aus den Hüftgelenken heraus und dann einen Schritt zur Seite machen. Einmal rechts, einmal links, hin und her und an den anderen Fuß rantippen. Dein Tempo. Sehr gut. Und wenn du möchtest, nimmst du deine Arme mit. Einfach mal vor deinem Körper hoch, tief, hoch, tief. Geht immer ohne Arme. Zwei Schritte nach rechts und eins und zwei und eins und zwei. Bist du dabei? Wenn du willst, Seite hoch, Seite tief, Mitte hoch. Versuch ruhig die Arme auch über Kopf zu bewegen. Muss nicht sein. Aber Überkopf heißt, Puls geht höher. Schon so ein bisschen Herausforderung von der Koordination. Wenn es nicht klappt, freuen wir uns, dann trainieren wir, bilden wir neue Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen. Also nicht funktionieren darf immer sein. Und Mitte, hoch, Mitte, ab. Sehr gut. Noch einmal und dann bleiben wir bei einem Schritt nochmal. Einen. Gut. Langsam kleiner werden und der Tap ist jetzt nach vorne. Arme ändern sich irgendwann. Vortippen. Und die Arme machen so eine kraftvolle Bewegung nach unten und oben, die Unterarme. Tipp mit der Ferse. Und dann dein Knie hochheben. Hoch. Nur so hoch, wie dein Rücken gerade sein kann. Wenn du willst, gehen die Arme nochmal höher. Von oben nach unten ziehen. Dein Tempo. Bestimme wirklich das Tempo selbst. Die Höhe der Arme. Geht noch. Es wird schon anstrengender. Jetzt kickst du nach vorne, also kein Knie, sondern einfach ein Kick. Und wenn du möchtest, veränderst du auch die Arme. Und zwar bockst du rechts und links nach vorne,
Einfach gegenüberliegenden Arm nach vorne boxen. Und immer weiter in Bewegung bleiben. Sehr gut. Puh. Letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ohne Arme und nochmal tippen. Etwas kleiner werden. Dann rollen wir nämlich die Füße am Boden ab. Das heißt rechts und links. Fußspitze, Ferse ganz bewusst abrollen und gleich die Arme mitnehmen. Jetzt aktivieren wir die Waden so richtig, Venen pumpen, das Blut in den Körper, Kreislauf pumpen. Und dann beginnst du langsam am Platz zu gehen. Und da darfst du jetzt die Knie ruhig nach oben ziehen. Also ruhig so richtig hoch. Immer rechtes Knie, linken Ellbogen nach vorne. Nochmal. Wenn du möchtest, geh einfach weiter. Dann nimmst du einen kleinen Rhythmus dazu. Mach einfach mit. 1, 2, 3 und Knie. 1, 2, 3. Damit auch unser Gehirn richtig schön wach wird, kannst du auch versuchen, jetzt den Ellbogen immer zum gegenüberliegenden Knie mitzunehmen. Hoch, 1, 2. Hoch, eins, gut. Letzten Male noch. 4, 3, 2. Und gehen, hier bleiben, Knie nach außen, sieht lustig aus, mobilisiert natürlich gleich die Hüftgelenke, die im Alltag oft zu fest sind, so viele sitzen oder zu wenig Bewegung. Jetzt öffne deine Knie und geh hier weiter, immer noch Arme mitnehmen. Und nochmal schließen, Fußspitzen nach vorne. Und nochmal nach außen und hoch. Nochmal nach vorne. Super. Ein letztes Mal noch nach außen. Hoch. Und nochmal nach vorne zusammen hier bleiben. Und du kannst jetzt entweder gehen oder vielleicht möchtest du auch deinen Puls noch etwas mehr nach oben bringen. Dann tripple einfach am Platz. Und jetzt nehmen wir auch noch Raumwege dazu. Trainieren also noch mehr unsere Sinne, die Koordination. Wenn du hier trippelst, machst du eine Vierteldrehung jetzt zu der Seite. Trippeln. Weiter trippeln. Und jetzt nochmal Vierteldrehung nach hinten, weg von mir, sodass du mich jetzt nicht mehr siehst. Weiter trippeln. Dann nochmal eine Vierteldrehung, weiter. Und wieder Vierteldrehung. Jetzt sind wir wieder hier, oder? Sehr gut.
Und das Ganze natürlich auch in die Richtung. Also Vierteldrehung, schnell oder gehen, geht auch. Vierteldrehung nach hinten. Vierteldrehung, weiter. Und wieder zu mir nach vorne. Sehr gut. Und am Platz gehen. Locker. Nach vorne tippen, rechts und links im Wechsel. Stoffwechsel aktiviert. Schon, oder? Ein bisschen wach geworden. Tippe nochmal mit der Ferse nach vorne. Bleib noch in Bewegung. Ganz locker. Atme ganz tief ein, nimm beide Arme nach oben und nochmal aus. Tief ein und aus. Zweimal noch. Letztes Mal. Und dann bleibt rechts vorne. Ich mache spiegelbildlich zu dir. Schultern zurück. Ganz weit nach hinten. Oberkörper nach vorne. Bis du die Dehnung in der Rückseite spürst. Fußspitze anziehen und Knie strecken. Richtig nach hinten setzen. Atem fließt. Fleißig. Komm ein Stück hoch, bleib mal so, nimm das hintere Bein noch ein Stück weiter zurück und jetzt schieb die Ferse tief und heb sie wieder an. Fußspitze in eine Richtung. Richtig strecken. Halte unten, spür die Wade. Aufrichten. Und mal gleich nochmal wechseln. Einfach umdrehen. Jetzt ist der andere Fuß vorne. Gerade Rücken, Knie strecken, auf die Oberschenkel abstützen. Dehnung in der Rückseite wahrnehmen. Und vielleicht noch ein Stück tiefer. Dann wieder nach oben, das Bein nach hinten, Ferse tief, Fußspitze in eine Richtung und hoch und tief. Halte unten, Knie strecken, Wade aufdehnen. Dann komm langsam wieder zurück. Fass jetzt deine Hände hinter dem Körper und zieh sie so ein Stück nach oben, sodass du dein Brustbein anhebst und die Schultern weit nach hinten unten ziehst. Ist dir warm? Lass locker, schwing die Arme nochmal ganz locker durch. Atme ein, atme aus. Nochmal ein. Und nochmal aus. Nochmal ein. Und aus. Ganz locker fallen und öffnen. Bleib hier. Öffne deine Arme. Ellbogen zurück. Und entspannen. Vielen Dank fürs Mitbewegen. Ich hoffe, die Morgenroutine machst du jetzt öfters, denn so kommt unser Herz-Kreislauf-System wirklich in Aktion und unser Stoffwechsel in Schwung. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir und einen netten Kommentar unten. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, mit was es dir wert ist im Monat. Vielen, vielen Dank auch an die, die es bereits tun. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Und wenn du da draufklickst,
kannst du auswählen, mit wie viel du das tun möchtest. 2,50 Euro oder 5 Euro oder 10 Euro, was es dir halt wert ist. Vielen Dank. Lade vielleicht auch noch jemand ein, sich auch mit uns zu bewegen. Oder sei ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich auf dich. Bis dann.